Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich, dass ihr am Start seid. Und zwar, es ist ein neuer Champion rausgekommen. Kaiser. Ja, Kaiser ist der Champion. Sieht auf jeden Fall... Ja, man muss sagen, ich möchte direkt schon mal ein bisschen spoilern. Die Skills sehen erstmal relativ langweilig aus. Aber wenn man das alles zusammen kombiniert, dann... bin ich schon ein bisschen hyped, muss ich tatsächlich sagen. Ich muss übrigens, glaube ich, ebenfalls dazu sagen, dass es irgendwie ein bisschen crazy ist, beziehungsweise ich weiß nicht, ob Riot das nicht geplant hat, aus Versehen diesen Champion in Anführungsstrichen geleakt hat, weil normalerweise kommen die Champions immer erst so um 21 Uhr, also viel, viel später als jetzt. Und man muss zusätzlich sagen, dass die Videos am Anfang nicht verfügbar sind. Aber, ja, ich habe das quasi gehackt. Nein, habe ich nicht, aber mittlerweile sind sie verfügbar und... ja, Kaiser ist es. Sie ist ein Champion, der was mit Void zu tun hat. Hier steht auch Daughter of the Void. Sie ist angeblich, gehört sie nicht zu den Void, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, hat sich aber quasi mehr oder weniger an die Void angepasst, um unter denen irgendwie leben zu können. Ja. Das heißt, man sieht auch vom Namen her, ja, die haben ja alle so Kha'Zix, Rek'Sai, was haben wir noch? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall diese Shogat, Kog'Maw, ne, das vielleicht fallen euch auch noch welche ein. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir kommen zu den Spells. Dieser Champion wird sehr wahrscheinlich Richtung AD Carry gehen, aber mit Zusatz, ja. Das heißt, wir schauen uns erstmal seine Skills an, oder ihre, ja, es ist eine sie. Und ich lasse es erstmal laufen, ja, und dann erkläre ich. Ja, ihr seht, das ist es, ja, grundsätzlich. Sie baut Stacks auf, das ist ihre Passive, und... 5 Stück brauchst du insgesamt, also beziehungsweise 4 Stacks plus den Auslöser. Sie macht ab dem ersten Stack, beziehungsweise sobald das gegnerische Ziel gestackt wurde, macht sie Bonusschaden. So ähnlich wie Braum. Die meisten von euch wissen das wahrscheinlich gar nicht bei Braum. Aber sie macht, im Prinzip ist fast dasselbe wie Braum, ja. Das heißt, sie macht Bonus Magic Damage, sobald Stacks drauf sind, auch wenn sie es nicht komplett auslöst. Weil wäre auch ein bisschen fies, bei 5 Stacks ist echt in der Lane, kannst du es wahrscheinlich nie procken. Das heißt, sie macht aber trotzdem Bonus Damage, auch wenn sie es nie auslöst. So. Und wenn sie das Ding aber auslöst, macht sie Missing Life Damage, also Execute Damage. Ist auch ziemlich cool, ja. Execute Damage ist immer sehr, sehr geil. Zack, bam. Ja, das ist cool, das ist nice. Gehen wir weiter. Und zwar, achso, sie hat noch ihre Passive, ihre zweite Passive, Living Weapon. Ja, sie geht eine Symbiose ein mit Attack Style, blablub. Gehen wir gleich drauf ein. Wir gehen erstmal weiter zu Raketen. Raketen, Icarian Rain. Ja, Raketen. Das ist Raketen. Ihr Q-Spell ist Raketen. Sieht ultra langweilig aus, sind wir ehrlich. Sieht nicht cool aus. Ist ein Skillshot, ist kein Point-and-Click, auch wenn es so aussieht. Ja, Raketen. Das Ding ist, und jetzt geht es nämlich los mit ihrer Living Weapon Passive, wenn sie nämlich einen gewissen AD-Wert überschreitet, ich denke mal, es sind so 150 bis 200 AD, irgendwie in dem Bereich, dann wird ihr Q verbessert. Das bedeutet, mehr Raketen. Ja, mehr Raketen. Und das ist das, zack, mehr Raketen. Ja, ihr seht, mehr Raketen. Was soll ich dazu noch sagen? Gehen wir weiter zur W. Ihre W ist, sie wirft ein Ding so ähnlich, ja, sie wirft ein Ding über krasse Reichweite. Man muss auch sagen, Hitbox ist relativ groß tatsächlich, ja. Also meistens ist die Hitbox wirklich so von Jinx zum Beispiel, ist sie von hier bis hier oder so. Also ist locker doppelt so groß. Große Hitbox, fliegt aber gefühlt ultra langsam. Man muss natürlich aber auch berücksichtigen, dass das Ding halt sehr weit fliegt und deswegen, und weil sie so weit rausgezoomt ist, vielleicht etwas langsam aussieht, ja. Auf jeden Fall haben wir gerade gesehen, es macht... 2 Stacks drauf, ja. 2 Stacks sind auf dem Gegner und es macht Bonus-Managing Damage und es gibt Vision. Achtung, jetzt geht's weiter. Wenn ihr einen gewissen Achtung AP-Wert erreicht, AP, ja, AP, dann macht dieses Ding quasi 3 Stacks drauf und mehr Schaden, ja. Schaden muss man jetzt grundsätzlich sagen, ich glaube, die testen das immer mit Level 18 ohne Items und dann wäre das hier extrem viel Schaden, ja. Das wäre quasi so ein Zoe-Q oder sowas, also ohne Items, falls es wirklich so ist, ne, ist das, das ist, also... krasser Schaden. Das sieht langweilig aus, okay, aber krasser Schaden. Das ist quasi mit W. Gehen wir weiter zu Supercharger. Supercharger. Ja, das heißt, sie aktiviert das Ding, sie muss kurz chargen. Kurz, also für mich dachte ich so, ja, so 2, 3, 4 Sekunden. Kurz ist aber wirklich kurz. Das heißt, eine Sekunde kriegt sie zusätzliches Movement Speed und in dieser Zeit, wo sie quasi auflädt, kann sie nicht angreifen. Ja, aber dafür kriegt sie danach, sie packt die großen Waffen aus, so heißt es, kriegt sie zusätzliches Attack-Speed. Ja, das heißt, es sieht so aus, zack, gecharged, Outwits, ja, Outwits, Outwits, Outwits. Sollte sie, jetzt kommen wir zu ihrer Passive, einen gewissen Attack-Speed-Wert überschreiten, dann wird diese Passive eben, oder dieser Spell ebenfalls verbessert und sie wird so ähnlich wie bei, bei Vayne, quasi, sobald sie, die Zeit, wo sie sich auflädt, wird sie unsichtbar. Ja, zack, jetzt können wir auch sehen, dass es echt kurz ist, ja. Die Zeit, wo sie sich auflädt, ist sie unsichtbar, ja. Wir sehen, sie läuft von hier bis hier, das ist also... und dann wird sie wieder sichtbar, das ist also wirklich nur eine Sekunde oder so, wo sie aufladen muss. Extrem, extrem wenig, ne? Kommen wir zu ihrer Ultimate, die ich gemischt empfinde.
Sprint. Sie heißt Killer Instinct. Sieht erstmal relativ ebenfalls langweilig aus. Und zwar ein markiertes Ziel. Ja, sie, der da ist jetzt markiert worden. Sie dasht darauf zu. Das ist alles. Mit super Highspeed heißt es. Mit super krass Highspeed, High Range, Long Range, GG Range. Ja, das heißt, wir sehen es hier nochmal. Zack, markiert. Und hang. Das Coole übrigens. Also man bekommt ein Schild, ein richtig fettes, ja, richtig fett, gucken wir uns gleich nochmal an. Wir sehen hier diesen Kreis, der ist sehr, sehr groß. Das heißt, sie kann so ähnlich wie das Katharina E entscheiden, wo sie landet. Möchte sie hier, möchte sie hier, möchte sie hier, möchte sie hier, das ist cool. Das ist cool, sie fliegt nicht einfach in das gegnerische Ziel, sondern so wie bei Diana, ne, sondern sie kann sich aussuchen, wo sie landen. Sieht grundsätzlich erstmal alles nicht spektakulär aus, aber schauen wir uns ihr Gameplay mal an, ja. Das heißt, wir schauen erstmal zu, was passiert. Und dann schauen wir nochmal zu, was wirklich passiert ist, ja. Damage, 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 der Gegner ist tot, ja. Das heißt, was ist passiert? Das gegnerische Ziel wurde markiert, ne, ist nichts krasses, so soll es ja auch funktionieren und du charge drauf zu. Jetzt kriegen wir übrigens die Sicht, ein Balken sind 100 HP. Das heißt 100, 200, 300, 300, 25, 50, sowas in der Richtung. Mit einem Level 2 Spell, ja, ein Level 2 R, 350 Schild. Ziemlich krass, ziemlich krass. Okay, der Spell macht keinen Schaden. Aber er gibt ein heftiges Schild. Sie schießt ihre Raketen ab, ja. Q. Macht sich hier übrigens jetzt unsichtbar. Zack. Böllert weiter. Wir sehen richtig, richtig viele Autos. Und Achtung, wieder Raketen. Das heißt, die Raketen haben später einen Cooldown von 3 Sekunden oder sowas. Ne? 3, 4 Sekunden. Ganz, ganz wenig. Unsichtbar gemacht, gecharged, drauf zugelaufen. Nun King drauf gemacht. Haben wir gesehen. Und kaputt geoutwittet. War der letzte Outwit? War wahrscheinlich der Execute. Wollen wir noch gucken? Ne, war schon voll tot. So, weiter geht das Ganze hier im Text. Und zwar. Da wird das Ding geworfen. Hier muss ich sagen, ich habe ja vorhin gesagt, das Ding sieht relativ langsam aus, ja. Aber hier sieht es doch relativ schnell aus, muss ich sagen, oder? Also ich finde, relativ, ne? Charge dahin ist nicht mal wirklich nach Velkos gecharged, sondern mehr nach Nami, ne? Rennt hier noch ein bisschen hinterher. Raketen und tot. Ja? Aber, das haben wahrscheinlich vielleicht auch andere YouTuber euch gezeigt, aber was sie euch nicht gezeigt haben, ist das hier. Und das zeige ich euch jetzt. So. Naja, und das ist geil, und zwar erstmal irgendwie Backport-Animation oder irgendeine Animation auf jeden Fall, ne, sieht cool aus. Sieht wirklich cool aus, muss man sagen, ne. Und, also, Leute, da muss ich sagen, das sieht wirklich hyped aus, das sieht wirklich gut aus, ne, das sieht, also nicht der Champion, sondern was sie jetzt macht, ne. Sie charge erstmal hin nach Rek'Sai, ne, macht Rek'Sai kaputt, ist cool, aber jetzt, er springt drauf, es laggt, sie macht sich unsichtbar, springt dahinter, das ist halt einfach Assassin Mode 3040, ne. Also, es ist halt wirklich krass, ne, was, also, finde ich schon krass, ne? Du kannst damit halt... Alter, das kann ich immer da legen. Die Dodge ist halt einfach insane, ne? Na, guck mal hier. Das habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Guck mal. Also, holy shit. Okay, also, man muss natürlich sagen, das zu treffen, ne, das war schon... War wahrscheinlich gegen einen Bot oder so. Na, da ist sie, zack. Also, es sieht... Die haben natürlich jetzt da überall extra Void-Viecher hingemacht, ne? Um das so ein bisschen storymäßig... untermalen. Oh, erinnert ein bisschen an Kerrigan, muss ich sagen. Übel krass an Kerrigan. Hat hinten so Flügel, ne, von StarCraft 2. So, wollen wir aber doch weiterschauen. Und zwar gibt es nämlich auch einen Skin. Ja, das ist Pulsefire vermutlich. Also ich gehe da, ja, es wird Pulsefire sein. Sieht cool aus. Life and death are separated by the smallest stumble. Ja. Grundsätzlich muss man sagen, überlegen wir doch erstmal. Wo wird dieser Champion gespielt werden? Es soll ein AD-Carry werden, ist klar. Sieht alles nach AD-Carry aus und passt auch. Allerdings ein AD-Carry mit, ja, AD-Carry Plus, sagen wir einfach mal. Denn Riot hat ja mal angekündigt, sie wollen auf der Botlane mehrere Rollen spielbar machen. Vor allem war hier der Hinweis auf AP-Champions. Das heißt, sie wollen das vor allem zur Mid-Season, das heißt zum Sommer hin machen. Dass man zum Beispiel sowas wie Cassiopeia, Six, Xerath oder irgendwie sowas in der Richtung mehr viable auf der Botlane spielen kann. Vielleicht werden dann AD-Carries in die Mitte geswappt, mehr weiß man noch nicht. Auf jeden Fall haben sie ebenfalls gesagt, dass der nächste AD-Carry, der kommt, beziehungsweise Champion, das so ein bisschen schon mal einleiten soll. Und das sehen wir nämlich sehr, sehr gut, denn dieser Champion skaliert offensichtlich mit allem. Das heißt, man kann bauen AP, man kann bauen AD oder auch Attack Speed. Wobei Attack Speed lässt sich natürlich kombinieren. Ich denke, den Attack Speed Weg geht... Schauen wir uns grundsätzlich erstmal, welcher Effekt ist der beste. Der Q-Effekt sieht erstmal, also der verbesserte mit AD sieht erstmal langweilig aus, aber vielleicht ist der Damage wirklich krass. Der W sieht auch ziemlich cool aus. Der beste wird wahrscheinlich einfach die E sein, ja, Supercharger. Unsichtbar sein ist krass, ist insane. Und das Coole daran ist, der Tech-Speed ist ja... Ja, jetzt könnte man denken, okay, wenn du Tech-Speed gehst, dann musst du ja AD gehen, ja. Das heißt, du baust hier Infinities und Statics und sowas, aber das ist Quatsch. Du kannst ja auch Nashor's Zahn bauen. Mit Nashor's Zahn wärst du auch APler und Tech-Speed. Das heißt, man kann das
kombinieren. Man kann auch sagen, man baut vielleicht alles mit Rageblade. Ja, du stackst einfach alles, was da geht. Und dann vielleicht noch ein Gunblade drauf und was weiß ich. Ob das worth ist, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich wird der Attack-Speed absolut worth sein, alleine wegen ihrer Passive. Wo wird man diesen Champion spielen können? Auf jeden Fall auf der Botlane. Ich denke, dass dieser Champion extrem gut im Jungle sein wird. Vielleicht auch in der Midlane. Also ich werde ihn sowieso in der Midlane spielen, kennen wir ja, ne? Vor allem, wenn es ein AP, wenn man es hier noch auf AP spielen kann, ist ja auch cool. Was ich mir so ein bisschen, mich so ein bisschen frage, ist ihre Ultimate. Also ihre Ultimate, sagen wir mal, als AD-Carry. Als AD-Carry willst du eigentlich, die rennt eine Shyvana hinterher. So ein richtig fetter Drache, richtig große Hörner, richtig fette Clown, 1000 Damage in der Hand, will dich hauen mit diesen 1000 Damage. Du hast keinen Bock auf 1000 Damage. Was machst du also? Du rennst weg. Du kitest weg. Was willst du nicht machen? Hinspringen, drauf zuspringen. Also wenn da jetzt wirklich so ein Teamfight ist und du springst mit deiner, also Ultimate ist ja rein und nicht raus, ne? Und eigentlich will man ja nicht unbedingt rein. Also das ist, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor zum Kiten, so in einzelnen Situationen, wenn so zwei, drei Leute da sind, ist es cool. Aber wenn jetzt wirklich in einem 5-on-5 Teamfight ist und du wirklich jetzt sagst, okay, wenn ich jetzt mein Ultimate benutzen will, dann springe ich eventuell in zwei, drei, vier Personen rein. Schwierig. Natürlich, man kann es auch einfach rechts oder links neben den Bruiser eventuell machen, ist vielleicht ganz okay, aber ich denke nicht extrem krass. Ja? Okay, sie kriegt zusätzlich Text, beziehungsweise ein Schild, das ist cool, aber ich denke, dass sie eher so eine Art Richtung Assassin geht, ja. Zum Ganken im Jungle, wie dieser Champion, übel gut zu sein. Das heißt, wenn ihr eure W trefft, ich denke, die W ist wirklich nicht einfach zu treffen, aber nehmen wir an, ihr trefft eure W aus dem Jungle heraus, ihr chargt einfach drauf zu, ja, über einen Kilometer Reichweite. Gibt es bessere, also es gibt bessere Ganks vielleicht, aber der ist schon ziemlich gut, ne? Zack, seid ihr instant auf der Lane, könnt sofort Damage machen, Supercharger etc. Okay, ihr habt kein CC, ne? Dieser Champion hat kein CC. Aber krass, 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 krass. Ich denke, er könnte echt krass sein. Toplane, denke ich, wird er auch spielbar sein. Klar, sowas wie Quinn, aber nicht so ultra krass, weil ja, ich glaube, gegen Bruiser, also es geht, aber ich denke, sie wird eher Jungle, Mittel, also vor allem AD Carry als zweites Jungle und dann Midlane. Das Midlane wird vermutlich auch gehen, aber auch nicht ganz so krass. Ja, sie wird vor allem krass in Duell-Situationen sein, 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3, sowas. In 5-on-5 ist sie, glaube ich, nicht mehr ganz so ultra gut. Wird so ein bisschen sacken vielleicht. Also mit nicht sacken, aber nicht so krass sein wie andere Champions zum Beispiel, ne? Was hat sie an Steroide als AD Carry? Nochmal schnell gucken. Okay, sie kriegt mehr Attack-Speed, das geht schon durch. Da ist die Frage, wie viel. Aber, ja. Ihr könnt mir gerne droppen, was ihr davon haltet. Ich denke, der Champion wird super cool. Freue mich auf jeden Fall auf eure Meinung. Diskutiert gerne mit mir. Und ich würde sagen, auf Wiedersehen.